Warum mobilisiert zu diesem Zeitpunkt Stadt und Handel gegen Aventura? Wir wissen, dass im Moment im Bayerischen Wirtschaftsministerium intensiv an diesem Zielabweichungsverfahren gearbeitet wird. Wir wissen, dass es für dieses Zielabweichungsverfahren keinerlei administrativen Maßstab gibt. Wir wissen, dass bisher die Verträglichkeitsprüfung, die bei einem normalen raumordnerischen Verfahren dieser Größenordnung zwingend erforderlich ist, nicht vorliegt. Damit sind die Auswirkungen eines solchen Großprojekts mit 8000 Quadratmeter Handelsfläche auf die Rosenheimer Innenstadt ganz speziell und den Handelsstandort Rosenheim insgesamt und auch auf die Region nicht kalkulierbar. Und deshalb sagen wir zum jetzigen Zeitpunkt, es muss im Rahmen dieses Verfahrens berücksichtigt werden, welche Auswirkungen ein solches Projekt auf die Handelssituation in der Region und im Umland hat. Und das muss der Staatsminister Zeil bei seiner Entscheidung zum Zielabweichungsverfahren zwingend berücksichtigen. Was würden Sie sagen, wenn zum Beispiel die Stadt Rosenheim am Bahnhof mehr Handelsfläche plant und eine Nachbargemeinde sagt, hey, das gefährdet unseren Handel, bitte lass das bleiben? Darüber ist in einem ganz normalen Raumordnungsverfahren nach festgelegten Regeln zu entscheiden. Das ist ja genau das, worauf wir hinweisen im Rahmen dieses Verfahrens. Es gibt diesen administrativen Maßstab, wie bei einem Raumordnungsverfahren, in einem solchen Zielabweichungsverfahren nicht. Und genau deshalb sagen wir in der Dimension an einem nicht integrierten Standort ist gleich auf der grünen Wiese, kann ein solches Projekt in seiner handelspolitischen Dimension nach unserer festen Überzeugung nicht realisiert werden, ohne ganz massiv all das zu gefährden, was die Stadt Rosenheim und auch Umlandgemeinden im Einzugsgebiet von Kiefersfelden in den letzten Jahren an Städtebauförderung, an privaten Investitionen in ihre Innenstädte hinein investiert haben. Wenn Aventura genehmigt wird, kann dann nicht einfach der Kunde entscheiden? Der Kunde wird entscheiden, aber es ist das eine, den Markt ungezügelt laufen zu lassen, und es ist das andere, dann mit den Folgewirkungen zurechtkommen zu müssen. Und es gibt genügend Beispiele, dass großflächige Einzelhandelsansiedlungen auf der grünen Wiese die Innenstädte systematisch zur Auszehrung getrieben haben. Wenn wir das wissen und wenn wir wissen, dass der einzelne Euro im Handel nur einmal ausgegeben wird, dann muss doch klar sein, dass es unsere gemeinsame Zielsetzung sein müsste, Handelsstrukturen zu schaffen, die beiden Zielsetzungen gerecht werden. Auf der einen Seite einen wettbewerbsfähigen Angebot, unter dem der Kunde auswählen kann, und auf der anderen Seite attraktiven Innenstädten, die auch dadurch geprägt sind, dass es vielfältige, unterschiedliche Angebotsstrukturen in einem attraktiven Ambiente für den einzelnen Kunden gibt. Und das können die Innenstädte sehr wohl und auch besser als die grüne Wiese darstellen, von den ökologischen Folgewirkungen solcher riesigen Investitionsprojekte mit den Versiegelungen etc. mal ganz zu schweigen.